Hey ho da draußen, willkommen zurück. Neue Gruppe, leider MP0. Ich habe mal, ja, ich habe jetzt wirklich eine Viertelstunde geguckt, ob es jetzt irgendwo bei Akt 3, ob es irgendwo bei Akt 3 was gibt, oder zumindest eine Gruppe gibt, die höher als MP0 spielt, aber irgendwie keine einzige Chance gehabt. Also sieht echt schlecht aus. Die Leute trauen sich einfach nichts. Sehr schade. Ich hätte mich getraut, also ich habe jetzt sogar auf MP10 gesucht. Aber naja, es war uns nicht gegönnt. Jetzt müssen wir wieder mit MP0 vorlieb nehmen und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Also klar, gibt ein bisschen weniger EP, ein bisschen weniger Loot, aber an sich. Warum auch nicht? So. Bastion Steven, levelt ihr hier? Mal so reingefragt. Gucken wir mal. Nein, T, verdammt. Wo ist das T? Da ist das T. Sieht man von mir immer etwas schlecht aus meinem Blickfeld, weil das Mikro über der Tastatur hängt. Und ist dann immer so ein bisschen doof. Sehr gut. Ja, der erste Schnee heute. Der erste Schnee bei uns im Westen. Und natürlich die Leute wieder sofort geklagt, gemeckert. Oh, Schnee, nein. So grauenhaft, so böse. Ah, da denke ich mir auch nur, Leute. Im Sommer meckert er, wenn es zu warm ist. Und im Winter meckern sie alle, wenn es zu kalt ist. Oder wenn Schnee liegt, was ja nun mal zum Winter dazugehört seit gefühlten 30 Millionen Jahren. Aber da wird irgendwie immer rumgemeckert. Es ist den Leuten einfach zu kalt, zu glatt, zu verschneit. Wobei ich finde, es gehört einfach zum Winter dazu. Ne? Und ich meine ganz ehrlich, Weihnachten ohne Schnee, was ist das? Also es ist doch klar, man kennt es sehr gut, Weihnachten ohne Schnee, aber ich finde, Schnee gehört einfach zu Weihnachten dazu. Und oh, warte mal, nee. Ja, und es ist auch viel, viel schöner. Ey, überlegt mal, ihr sitzt da abends vorm Weihnachtsbaum, draußen schneit's. Alle singen Jingle Bells. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen. Aber das ist doch eine viel, viel schönere Atmosphäre, als wenn da jetzt, wenn es draußen regnet zu Weihnachten oder 12 Grad zu Weihnachten sind. Hatten wir ja auch die letzten Jahre, ne? 12 Grad im Dezember zu Weihnachten. Da denkst du ja auch, what the fuck? Da passt doch irgendwas nicht. Oh, GZ Deadly Kitten. Ah, naja, so meckern die Leute immer. Aber an sich, ich finde es ganz schön, wenn es draußen schneit. Wenn es dunkel ist, schneit. Und man geht, man spaziert dann einfach mal durch den Schnee. Das ist doch ganz schön. Also ich finde sowas sehr, sehr schön. Ja, ich bin klein. Also jetzt klingt ein bisschen homo irgendwie, aber so meine ich das natürlich gar nicht. Aber ich finde das, wie gesagt, also es ist eine ganz schöne Atmosphäre, eine ganz angenehme Atmosphäre, eine ganz entspannende vor allem. Und ja, wenn es euch jetzt zu kalt ist, zieht euch ein bisschen Wärme an und fertig. Man muss jetzt nicht hier bei minus 5 Grad im T-Shirt rumlaufen, ne? Gibt doch einen lustigen Spruch, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Das stimmt natürlich auch, also. Ja. Fragt die Leute aus Norwegen oder sonst wo, für die ist das hier noch relative Wohlfühltemperatur mit unseren 0 Grad, die wir jetzt hier haben. Da laufen die noch ein T-Shirt rum. Überspitzt natürlich. So. Ja, Weihnachten steht schon echt für heute, ist Nikolaus. Also da, wo ich gerade aufnehme an dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann ihr es gerade guckt, wahrscheinlich schon 2024 oder so, im tiefsten Sommer. nein, es ist so, heute ist Nikolaus. Und ja, ersten Schnee zu Nikolaus, war ganz schön. Wenn man so aus dem Laden rausguckt, Schnee sieht. Bei uns war noch, also im Laden war noch kein Last Christmas von, wie ist denn The Ram? Irgendwie so, wurde noch nichts gespielt. Hat mich echt noch gewundert. Wartet mal ganz kurz die Denten hier. Nee, hör auf damit. Arschloch. Nee, ist doof. Warte mal, da ist noch ein Köpfchen. Ha! Ich hab Köpfchen, mein Freund. Ja, der ist für den Hintern. Man könnte den vielleicht irgendwer gebrauchen. Nee, sieht nicht so aus. Oh, der EP. Aber hat keinen Sockel drin. Das ist dann natürlich für den Hintern. Aber nicht so schlimm. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, hatte ich es in der letzten Folge erwähnt? Ich glaube nicht. Blizzard werkelt an den PTR-Servern. PTR Pre-Test Realm, genau, PTR-Server. Das heißt, dort, ja, mich haben ein paar Leute gefragt, was bedeutet das eigentlich? Also ich erkläre es nochmal ganz kurz. PTR-Server sind halt die Server, wo die ganzen Patches, die jetzt die nächsten Wochen, Monate kommen, vorher draufgespielt werden zum Testen. Das heißt, dort kann sich die Community dann auslassen und das Ganze mal vorab testen. Kann sich die Charaktere, die man auf dem Live-Server hat, kann sich darüber transferieren und kann das Ganze dann mal in Aktion testen. Natürlich wird das nicht gespeichert, das heißt, wenn die Dinger live gehen, also der Patch, dann müsst ihr von vorne wieder anfangen. Zumindest bei eurem normal Live-Spielstand.
Aber an sich ist das eine, ja, ich finde, eine sehr nette Möglichkeit, das Ganze mal zu testen. Und boah, ihr könnt euch schon freuen, ey. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich unserem Hardcore-Helm mal ein wenig auf dem PTR spiele. Und ich bin echt mal gespannt, wie es dann aussieht mit dem Loot. So, ihr habt hier ohne mich gekillt, sehe ich schon. Sehr schön. Gesockelte Mentorenkappe. Ja, immerhin gesockelt, ne? Aber, jo gut. Nur ein Sockel, ey. Was soll der Scheiß? Ach du Kacke. Ach du Kacke, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh mein Gott, Blubberin. Nicht sterben. Niemals. Ich beschütze dich. Nein, raus hier, verdammt. Nimmt ihn, nicht mich. Okay. Gut. Ja, uns fehlen jetzt hier noch 10% an Level. Sind wir Level 60, Leute. Also, sehr geil. Wenn jetzt hier überraschenderweise morgen der Testserver startet. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mal, nächste oder übernächste Woche wird es losgehen. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, wenn wir dann auf 60 sind. Das heißt, wir können dann direkt mal das ganze Equip anprobieren, was es so gibt. Und also wir laufen jetzt hier mit 4000 DPS rum und knapp 7000 Rüstung. Always um die, ja, um die 60 würde ich jetzt einfach mal so überschlagen. Also es ist noch okay, ne? Es lässt sich durchaus spielen, aber ich glaube, mit dem Loot 2.0 erreichen wir nochmal ganz, ganz andere Dimensionen. Und oh, Leute, ich freue mich so extrem drauf. Das wird richtig, richtig fett. Oh, da, ich glaube, da haue ich dann auch jeden Tag ein Let's Play raus. Also könnt ihr euch schon mal viel, viel Zeit nehmen. Oh, fuck, fuck, fuck. Komm, komm, lass mich mal in Ruhe. Komm, lass mich mal in Ruhe. Ja, könnt ihr euch schon mal Zeit nehmen. Fuck. Ich muss mal ganz kurz spielen gehen. What the fuck? Was habt ihr für ein Problem, Leute? Hört auf damit. So. Ja, sie, komm. Lass mich nicht im Stich, verdammt. Oh, ihr habt da irgendwo eine Elite, ne? Wer denn? Deadly. Ach, ihr bringt den Scheiß gleich mit. Ja, super. Aber auch nicht. Gut, dann müssen wir mal ganz kurz hier Berti reinklatschen. Und dann hacken wir mal durch. Dass wir ein bisschen Damage austeilen hier. So. Stirb, Kartoffel! Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Stirb nicht. Doch, jetzt stirbst du. Ach, der hat Reflekt drauf, der Arsch. So ein dreckiges Stück ist das also. Na, 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 na. Wuhu, das war knapp. Oh, fuck, das war sehr knapp. Scheiße. Okay, ich muss mal ganz kurz irgendwie live leechen hier. Oh, 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 oh. Spawnpunkt. Fuck. Hau ab, du scheiß Vieh. Mein Trank, mein Trank, mein Trank. Der macht mich gleich ja schlank. Hör auf mit dem Scheiß. Fuck. Muss das sein? Trank, wo bist du? Trank! Mein Gott, Trank! Lass mich doch nicht im Stich, verdammte Scheiße. Nein, fuck. Nein, das war falsch. Der hat ihn weggeschlagen, der Drecksack. Gut, ich muss da mal ganz kurz wohin. Ich muss da mal was erledigen. Fuck it. Oh, das ist mir etwas zu heftig hier. Zumindest, wenn ich noch keinen Trank hier parat habe. So, kommt mal um die Ecke. Könnt ihr über den Hügel schießen? Könnt ihr, ne? So doof seid ihr gar nicht, wie ihr aussieht. Komm her. Du bist mal bitte tot. Dankeschön. Dich nehmen wir mit. Die haben Reflekt drauf, die Säcke. Guckt euch den Scheiß an, ey. Reflekt. Ich war froh, dass ich bisher davon verschont geblieben bin hier. Aber nein, jetzt packen die ernsthaft Reflekt aus, die Drecksviecher. Und fordern hier wirklich fast unser Leben. Heilige Kacke. So, ey, was... Oh. Leute, Leute, wenn wir 60 sind, können wir craften. Und zwar richtig geiles Zeug craften. Wir haben zwar natürlich ein paar Materialien fehlen, also so viel können wir gar nicht craften. Also anders, so viel können wir... Ja, so viel können wir nicht craften, weil wir uns einfach die Materialien fehlen, wie ich gerade gesagt habe. Ich wiederhole mich, verdammt. Liegt für einen Energy Drink. Heute gab es Rockstar im Angebot. Also die Woche, ich habe es aber erst heute gesehen. Und ich habe mir natürlich gleich mal ein bisschen was eingekleidet mit Rockstar hier. Ja, ich trage einen Gürtel aus Rockstar, verdammt. Nein, und ja, ich habe mir jetzt ein paar Dosen erstmal auf Reserve geholt. Ich habe schon überlegt, so eine ganze Palette einfach mitzunehmen. Nein, natürlich nicht. Kann ich euch nicht antun. Auch nicht schön, wenn eure Ohren anfangen zu bluten. Will niemand sehen. So. One Hit! Dämonische Leiche ist dämonisch. Ja. Yep. Yep, yep, yep. Also gleich, Leute, wenn wir Level Up haben, erstmal ab nach... wie heißt das Ding? Hä? Ich komm nicht drauf, verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Da, zurück in Kerker da, ne? Sag mal, zum... ins Heim. Ab ins Heim. Jo, mach ruhig kaputt. Ich sehe schon, du machst das ganz gut hier. Du verstehst was vom kaputt machen. Nee, wir können es echt gleich richtig geile Sachen craften, wenn wir 60 sind. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Komm her, geh mal kaputt. Nein, 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 komm her, lass mal da reinkommen. Das musst du nie machen, mein Freund, der Verbote der Pestilenz.
Ach, Vorbote, nicht Verbote. Der verbotene Pestilenzmann. Ach komm, jetzt stirb und gib mir mal Level ab, verdammte Kacke. Ich will 60 sein. Komm, 60, dann kriege ich hier dicke Erfolge. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Erfolg gibt es überhaupt. Ein? Nur 60 oder gibt es da noch mehr? Gucken wir gleich mal. Fehlen ja nur noch ein paar EP hier, also... Ist ja nichts, was wir da brauchen. 10.000, nicht mal. Und da hinten hat jemand was vergessen. Mal so nebenbei bemerkt. Zack. So, komm. Ist das nicht schon mein Level Up jetzt hier? Yeah, Level Up, Level Up, Level Up. Yeah, Leute, wir sind Level 60. Hardcore Level 60. Yippie, yay, Schweinebacke. Ja, danke schön. Danke schön. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Ich bin so un... Meine Tränen. Diese Tränen in meinen Augen. Wem soll ich alles sagen? Ich danke meiner Mutti und meiner Oma und euch da draußen und ich danke allen. Sehr geil, wir sind Level 60 geworden. Wie fett ist das denn, Leute? Sehr cool. Danke für die GZ-Wünsche da draußen. Danke, danke, danke. Ah, sehr schön. Endlich. So lange nach gesehen, dass wir 60 werden. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich wette, wir sterben gleich, ey. Ich würde mich so in den Hintern beißen. Okay, lass uns erstmal jetzt was Schickes craften. Halt, du musst noch weg. So, und zwar hätte ich gerne... erstmal... Ach, fuck. Großen kriegen wir noch gar nicht, ne? Scheiße. Gut. Gut, Ruht. Was können wir denn machen? Haben wir schon irgendwas 60-mäßiges? Nee, ne? 58 hier. Hm. Nee, das ist doof. Wie sieht es denn mit der Rüstung aus? Wir könnten mal wieder eine schöne Rüstung gebrauchen hier. Level 1, ey, wir haben ja keine 60er. Doch, hier haben wir was 60-mäßiges. Aber wir fehlen uns noch ein Rohstoff hier, die scheiß Folianten. Fuck! Hm. Ich habe gedacht, wir können sie übelst das bombastische Zeug craften, aber guckt euch den Rotz an. Alles noch 50er Zeug. Das ist kacke. Macht doch gar keinen Sinn. Scheiße. Ach komm, machen wir mal hier vor ein paar mal gucken. Okay, war schon für den Arsch. Oh Mann, komm hier, ein paar Schuhe noch. Ladylike, auch nur Müll. Tatsächlich, wir... Ah, fuck, ich habe mich so gefreut, Mann. Ich habe mich so gefreut. Gut. Machen wir den mal schnell... Oh, wieder... Wieder Reflekt hier. Jetzt fängt die ganze Kacke an. Ihr seht es ja selber. So, jetzt haben wir Level 60 erreicht. Das heißt, ich kann jetzt mal hier so ein Final Build rausbringen. Das heißt, echt mal gucken, wo können wir noch ansetzen, wo können wir noch ein bisschen den Bild verfeinern, wie man jetzt sah. An sich lässt er sich ja wirklich sehr gut spielen, ne? Aber muss natürlich mal gucken. Ich guck mal da noch etwas genauer, was wir da nutzen könnten. Jo, wir haben neuen Verbündeten, das ist super. Yippie-yay, Schweinebacke. Die India. Und der Abbe ist da. Hallo Abbe und India. Hallo India, Abbe und Blubberon. Blubberon, auch sehr lustig. Z. Oh Mann, jetzt hör auf, hier irgendwelche Lieder anzuhitten, während ich mich in die Stadt porte. Nein, komm. India, Hollas? Weiß nicht, Hollas? Ist das irgendeiner Sprache angehörig? Man kennt ja Holla. Von wo ist das? Ich weiß nicht. Brasilianisch? Für Hallo? Keine Ahnung. So, so, ja, komm, ihr macht das schon. Ach, Blubberon, sei nicht, du bist ein Deutscher. Nice, aber. Ach komm. Ich hab gedacht, du bist ein Engländer oder ein Pole oder sowas. Man weiß es nicht. Irgendwie so eine komische Mischung. So, was haben wir denn hier noch Schickes? Komm, wir machen. Wir gucken mal nach Waffen. Wir brauchen mal eine richtig fette Waffe hier. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. So. Die Diener der Hölle werden stärker. Mönchwaffe brauchen wir jetzt nicht wirklich. Können wir noch aufrüsten? Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Einen Köcher brauchen wir nicht. Scheiße, willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, wir sind Level 60 geworden und wir haben nichts, was wir uns irgendwie craften können, damit wir uns hier so ultimativ verbessern? Ist das das, was du uns sagen willst? Blizzard? Diablo? Alles deutsch hier. Ist los oder halb? Also fast alle.
Also wir müssen echt vorankommen. Wir müssen hier, Leute, wir müssen mal echt hier ein bisschen reinhämmern. Guck mal. Und spring, Kraxel. Ha, egal. Das liebe ich an dem Sprung. Du kommst so einfach mal ringsherum. Das ist super. Siehst mal was von der Welt. Na, Bevy Modus, Alter. Komm her. Töte dich. Oh, oh. Nicht hauen. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ich liebe es. Danke, Gardi. Ja, nochmal danke an alle, die mir gratuliert haben. Ich schreibe jetzt nicht zurück, weil ich bin gerade am Aufnehmen. Ihr seht es ja am Let's Play, wenn ihr es schaut. Und ja. Danke nochmal. Nein, also Level 60 bei Hardcore. Das ist natürlich so ein Abschnitt, ne? Ah, ich bin schon ein bisschen stolz drauf, weil ich bin ja gerade vor allem jemand, der echt eigentlich immer reinprescht und ja, Kopf und Kragen riskiert für die Scheiße. Also, aber wir sind jetzt echt Level 60. Also, wie geil ist das denn? Jetzt geht's los mit Paraleveln. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Sehr cool. Was ich mich gerade frage, ne? Man hat ja 10 Slots frei. Wie ist das dann auf Hardcore mit dem Account-Para, der kommen wird bei Reaper of Souls, beziehungsweise vor Reaper of Souls mit dem nächsten Patch? Also, Account-Para, kurze Info dazu. Es gibt keine Paragon-Level für Charakterabhängige, sondern Account-Paragon. Das heißt, man levelt. Ja, man levelt seinen Account, nicht mehr die einzelnen Charaktere. So einfach formuliert sage ich das jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ihr einen neuen Charakter zulegt, dann könnt ihr halt die Paragon-Punkte, ihr bekommt dafür jedes Level auch einen Paragon-Punkt, die könnt ihr dann verteilen, wie ihr wollt, für jeden Charakter. Also seid ihr Paragon-Level 100, also Account-Paragon, dann könnt ihr halt für jeden Char 150 Punkte investieren. Was ich sehr geil finde. Also man wird nicht mehr bestraft, wenn man einen neuen Charakter anfängt. Man kann dann praktisch auch mit dem neuen Charakter relativ gut looten, farmen, leveln. Das ist echt ganz cool. Und hier ist Elite, Leute. Elite. Weil ich das erkannt habe, die Tür war offen. Kleiner Tipp. Und ja, also das wird richtig cool. Wobei, also wie gesagt, ich frage mich echt, wie das wird mit Hardcore. Weil Hardcore, man macht sich, okay, ist ja klar, es gibt Leute, die machen sich 8 Hardcore-Chars, ne, und leveln die hoch. Aber die meisten nehmen ja doch Softcore-Chars. Oh, fuck, jetzt müssen wir aufpassen. Hier, da könnte uns sonst gleich echt der Lutscher weggelutscht werden. If you know what I mean. ja. So, ich wollte hier nochmal ganz kurz an den Rüstungsständer. Oh, guck mal hier. Können wir immerhin verkraften. Ich kann das nicht verkraften, das tut so weh. Oh mein Gott. Ne, hier ist schon weiter. Sehr gut. Ja, weiter geht's. Level 60, ganz frisch. Oh, fuck. Ich hätte einen Cut machen sollen, hätte ich ja sagen sollen, ne? Okay, okay, Leute. Wir machen einen Cut. Bis gleich.